Hallo und willkommen zurück zu Shonenyas Let's Plays und dem Letztest angespielt zu Panic. Startup Panic. Ja, wir haben unser Startup gegründet, haben auch schon einige Funktionen, wie zum Beispiel, wir haben eine Landingpage gemacht, haben einen Registriervorgang Funktion erstellt, die Textanzeige, eine Profilseite haben wir gemacht. Profilseiten mit Motiven haben jetzt den Themenshop gerade fertiggestellt und vorher auch die Freundfunktion hinzugefügt, die aber nur bei 6 gelandet ist. Haben jetzt inzwischen aber auch den Urlaub freigeschaltet, um unsere Motivation wieder zu steigern. Und haben jetzt die Funktion, Leute zur Schulung zu schicken, und das habe ich gerade getan. Und als nächstes wollten wir dann eine Auftragsarbeit machen, aber vorher müssen wir von der Schulung wiederkommen. Und mal gucken, welcher Wert sich dann gesteigert hat. Ah, okay. Plus 3 sogar, damit hätte ich jetzt ja nicht gerechnet. Hat 2000 gekostet und wir haben 2000 bekommen. So, dann würde ich jetzt mal sagen, hier unsere erste Auftragsarbeit. Empfohlener Wert 8. Entwurf eines Logos. Das einzige für einen Mitarbeiter. Da, das dauert nur 8 Tage. 13 Tage. Mindestpunktzahl 6, Mindestpunktzahl 4. Da mache ich doch das. Da kann ich weniger verkacken. So, für einen Logo-Entwurf würde ich sagen, brauchen wir eher Ästhetik. Und Technologie. Braucht man Benutzerfreundlichkeit für einen Logo-Entwurf? Eigentlich nicht. Mal gucken, was passiert, wenn wir dabei 0 bleiben. Bisher haben wir ja immer in alle Werte was reingesteckt. Hallo, weißt du, wer ich bin? Meine hellseherischen Kräfte sind leider eingerostet. Sollte ich? Das solltest du tatsächlich. Ich bin Johann Alberg. Kennen wir uns? Entschuldigung, ich sage, ich heiße Johann Alberg. Bist du berühmt? Alberg von Alberg Industries. Von Alberg Industries, habe ich schon gehört. Moment mal. Aber der Chef von Alberg Industries heißt Manfred Alberg, nicht Johann. Der Chef von Alberg Industries war Manfred Alberg. Mein Vater ist gestorben und ich bin sein einziger Erbe. Ich habe jetzt die ganze Macht über Alberg Industries. Keine Angst, Alberg Industries ist bei mir in sicheren Händen. Ich habe gemeint, dass sein Vater gestorben ist. Oh ja, eine Tragödie. Klar, ich kann hören, wie es dich innerlich zerreißt. Egal, ich wollte dir nur Folgendes sagen. Wenn du dich mit Johann Alberg anlegst, wirst du garantiert verlieren. Aha, danke für die Warnung. Aber ich werfe nicht das Handtuch. Das werden wir noch sehen. Okay, sieht ähnlich aus wie das, was wir gemacht haben. Hey du, ich sage es ganz offen, es war unglaublich, mit dir zu arbeiten. Ist das ernst gemeint? Ah ja, wir sollten ein Gesamtergebnis mindestens 4 haben, hieß es, glaube ich. Punkte 12, Zahlung 2000. Jetzt möchte ich mal gucken, was das war. Nee. Büromiete. Achso, hier haben wir aber trotzdem einen nur. Okay. Hier, das müsste da gleich noch abgeschlossen werden. Da warte ich mal noch eine Sekunde. Genau. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das jetzt mit der Funktion überarbeiten mal an. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder rein. Und machen das Ganze nochmal. Und hier muss ich scheinbar mehr reinstecken. Da hatte ich eine 9,3. Und da hatte ich eine 10, das heißt, da kann ich runtergehen, nehme ich an. Gucken wir mal, ob es was verändert. Deine Konkurrenz hat offenbar einen Teil des Marktanteils deines Unternehmens an sich gerissen. Aber mach dir keine so großen Sorgen. Wettbewerb ist wie eine schlimme Grippe. Früher oder später steckt sich jeder an. Entwickle weiter neue Funktionen, die von den Leuten geliebt werden. Und schon schlägst du deine Konkurrenz in Hand umdrehen.
Okay, der hat mein tolles Zimmer gesehen und gleich gesagt, ja, da muss ich rein investieren. Glückwunsch, Forschung ist freigeschaltet. Durch Forschung kannst du ein neues Menü oder eine neue Funktion freischalten, um zu forschen. Klicke links auf die Schaltfläche Forschung. Büroverbesserung freigeschaltet. Häufe 5000 auf deinem Konto an. Oh, hab gar nicht gewusst, dass wir dieses Ziel haben. Ich mach mal hier... Oh, es kommen so viele Nachrichten gerade. Gute Nachrichten, da draußen hat jemand ein Büro, das man zu einem sehr niedrigen Preis mieten kann. Es ist ein guter Zeitpunkt, um dein Büro zu verbessern. Wenn du dein Büro verbesserst, kannst du einen Mitarbeiter einstellen und musst diese seltsamen Gerüche nicht mehr ertragen. So, erstmal Forschung wollte ich gucken. Eine Marktanalyse untersucht die Attraktivität und Dynamik eines Marktes innerhalb einer bestimmten Branche. Wenn du Marktanalysen erforscht, erfährst du, wie sich dein Marktanteil im Vergleich zu dem der Konkurrenz entwickelt. Freischalten Marktanteil. Aber interessiert mich das aktuell? Und das muss jemand machen. Da habe ich keine Mitarbeiter für. So, verbessere das Büro. Mit einem größeren Büro kannst du mehrere Mitarbeiter einstellen, aber damit erhöhen sich auch deine monatlichen Kosten. Dieses moderne, luftige Büro liegt in deiner Nähe und vermittelt ein gemütliches und komfortables Gefühl. Und weißt du was? Es ist direkt vor einem berühmten chinesischen Restaurant. Bis zu vier Leute scheinbar, plus mich. So, es kostet 2000. Ich kann bis zu 5 Mitarbeiter einstellen und die Miete steigt um 280 circa. Das Geld habe ich. Ich gucke mal, ob er das jetzt macht, auch wenn er gerade in der Entwicklung ist. Wobei, eigentlich wäre es ja blöd, ja, mitten einen Umzug zu planen. Aber ich nehme an, das macht nichts. Büro verbessern, plus 3000. So, Funktionen überarbeiten, das dauert. Auftragsarbeiten, Wettbewerbsanalyse muss ich mal machen. Anstellen freigestellt, du kannst jetzt anfangen, dein Traumteam zusammenzustellen. So, je kostspieliger, desto wahrscheinlicher findest du Mitarbeiter mit guten Eigenschaften. Der günstige Weg, um neue Mitarbeiter zu finden, ist die Empfehlung durch einen Bekannten. Man bekommt selten das beste Talent der Welt, aber hey, es ist beinahe kostenlos. Online-Rekrutierungstechniken sind bei Personalvermittlern inzwischen am weitesten verbreitet. Man findet mehr Kandidaten als durch die Empfehlung eines Freundes, aber es ist auch kostspieliger. 10. Zeitschriften. Talentscouts. Ich glaube, dadurch, dass das frei ist, können wir ja hier einfach mal reingucken. $7000. Die Katze ist mitgekommen. Ein Mitarbeiter-Eigenschaften achten. Einige potenzielle Mitarbeiter haben eine Eigenschaft, die deinem Startup entweder nutzen oder schaden können. Okay. Dämlicher Ingenieur. Egal was passiert, die Fertigkeit der Benutzerfreundlichkeit dieses Mitarbeiter bleibt immer auf Null. Aha. Vergewissere dich, dass dieser Mitarbeiter etwas zu arbeiten hat, denn wenn er untätig ist, sinkt seine Moral. Dieser Mitarbeiter sieht vielleicht normal aus, kann aber leicht seine Marketingfertigkeiten verbessern. Okay, das klingt doch eigentlich gut. Wenn er immer aktiv ist. Diesen Allrounder. Okay, er ist ein viel schlechter. Stubenhocker. Recht voll, vor allem nach einem Urlaub. Der Urlaub dieses Mitarbeiters endet verspätet. Okay. Aber sie hat so gute Werte. Oh, sie ist gut in Marketing. Hat keine Merkmale. Kann auch gut sein. Schwarzseher. Das ist seine Moral nicht so leicht wiederherstellen wie andere. Mhm. Keine Merkmale. 4, 4, 1, 8, 12, 13. Dämlicher Ingenieur. Ich glaube, jetzt bin ich wieder am Anfang. Was haben wir hier? 10, 12. So, aber den wollte ich schon mal. Ich werde jetzt auch nicht zu viele einstellen. Herzlichen Glückwunsch, du hast deinen ersten Mitarbeiter eingestellt. Jetzt bist du nicht mehr so einsam. Ich bin nicht einsam, ich habe dich. Das ist aber süß, aber nein, ich bin nicht immer für dich da. Egal, denk bitte daran, dass deine monatlichen Ausgaben steigen. Erfülle Auftragsarbeiten, programmiere neue Funktionen, verhökere die Schuhe deiner Mutter. Oh, warte, den letzten Teil kannst du gleich wieder vergessen. Ich habe sie schon verkauft. Du musst alles tun, damit dein Kontostand gedeckt bleibt. Wenn du ständig Funktionen entwickelst und ein positives Guthaben hast, bist du auf dem richtigen Weg. So, aber... Shop freigeschaltet. Es kommen so viele Funktionen dazu. Anstellen. Achso, man kann immer nur einen davon auch nehmen. So, die nächste Büroverbesserung geht bis zu 11 Leute. Ich finde, die Miete steigt nicht so doll. Aber die einmaligen Kosten halt.
Trotzdem nur ein Punkt. So, der soll was machen, weil sonst... Weil sonst, wenn der sich langweilt, ist ja doof. Wo war denn das jetzt mit diesen Marktforschungen? Ach, da. Wahrscheinlichkeit. Geschätzte Zeit. Wie lange es gültig ist. Glückwunsch, Shop ist freigeschaltet. Jetzt kannst du Sachen für dein Büro kaufen, um deinen Shop zu öffnen. Klicke auf der linken Seite auf Schaltfläche Shop. Ersetzen ihre alten Versionen. Okay. Und damit steigt die Fähigkeiten Komfort. Was habe ich denn von Komfort? Also hier im Spiel. Monatliche Kosten. Damit sollte ich, glaube ich, erstmal warten. Kaufen wir mal eine Sache. Gibt bestimmt eh auch ein Dings dafür. Loan unlocked. Was ist denn Loan? Bank. Achso. Eine der wohlhabendsten Banken der Stadt. Kredit 20.000. Monatliche Zinsen 200. Bezahlung 21.000. Okay, das geht doch für mich. 10.000. Monatliche Zinsen. Heftig. Aber man kriegt einen größeren Kredit. Es gibt also immer irgendwelche lustigen Effekte. Vorher war es der Schrank, jetzt war es ein komischer Geist hinter der Wand. So, ich bin mal gespannt, wie die Freundesfunktion verbessert wird. Das hat sich, obwohl ich da nicht so krass runtergegangen bin, hat sich's verschlechtert. Aber egal, ich habe die Funktion verbessert, wodurch ich eine Aufgabe erfüllt habe. Es ist im Ergebnis gestiegen. Und jetzt macht es nicht mehr negativ Einkommen, sondern ich habe Positives. Von der Vision und Kultur deines Startups inspiriert, hat sich ein berühmter Designer namens Scarlett für einen Job bei deinem Startup beworben. Möchtest du, dass Scarlett in deinem Unternehmen arbeitet? Cheer up Enthusiast. Wenn dieser Mitarbeiter in einer Social Media Funktion arbeitet, wird das Projekt schneller abgeschlossen. Marketing 10, 12, 13. Ich glaube, das ist ganz okay und kein negativer Effekt dabei. Mundpropaganda. So, ich brauche aber auch genau eine Funktion überarbeiten. Lass mal Pause machen hier. 7. März vom Jahr 3. Da haben wir noch Zeit. 3 Auftragsarbeiten. Erforsche eine Wettbewerbsanalyse. Haben wir das nicht schon gemacht? Ach ne, er ist dabei. Marktanteil, monatliches Einkommen. Okay, momentan machen wir Minus. Wir haben aber auch Büro neu, die Wand da hinten neu. Dann würde ich sagen, können wir hier mal was machen. Social Media. Hab jetzt nichts von Social Media gelesen. Ein Bild für den App Store. Die Ästhetikfertigkeit ist ein Muss. Empfohlener Status. Ich weiß echt nicht, was mit Status gemeint sein soll. Vielleicht sollte ich das Spiel mal auf Englisch stellen, weil dann steht es vielleicht irgendwo da. Arbeitet an Forschung. Leben reicht es nicht. Gehalt automatisch anpassen. Na, erstmal nicht. Feuern und Urlaub. Ich würde sagen, sie macht eine Auftragsarbeit. Sie hat ja auch 2 Fünfer. Und bei ihm werde ich auf Schulung schicken. Das hatte ich beim letzten Mal gemacht. Usability. Eigentlich hätte ich gerne mehr Usability. Beziehungsweise, so, er hat 5 Technologie, achso, warte, ich sehe es auch hier, ja, Usability habe ich keinen, der gut ist, aber Ästhetik auch nicht, doch, er ist an Ästhetik gut, sie ist Marketing gut, dann mache ich bei ihm Usability, dann habe ich jemanden in jeder
mit jedem Dings. 2000, das war teuer. So, aber dafür machen wir jetzt eine Auftragsarbeit für eine Person. Vielleicht, was nicht ganz so lange dauert. Bild, App Store, Ästhetik und Fertigkeit ist ein Muss. Ich glaube, sie hatte nicht so viel Ästhetik, ne? Sie hat nur 2. Ne, dann nicht. Dann gucken wir mal hier. Technische Fertigkeiten. Technologie hat sie auch eine 5, das passt doch. Ah, ich kann bestimmt auch mehrere Leute ansetzen. Und ich selbst sollte mal wieder in den Urlaub. So, Technik ist ein Muss. Entwicklung der Webseite. Naja, gucken wir mal. Da ist Goggle. Es geht auf jeden Fall schneller als die Wettbewerbsanalyse, wie es scheint. So, jetzt hat er auch plus 3 bekommen. Lex 4. Ein Meisterstück, sagt er. Okay. Dann würde ich sagen, abandon, abbrechen. Also hier scheint es auf jeden Fall noch ein paar Übersetzungsproblemchen zu geben. Wir brauchen noch eine weitere. Ästhetik ist ein Muss, dann nehmen wir den jetzt an. Und dafür ist dann aber, achso, es können wirklich 2. Aber bei Ästhetik habe ich tatsächlich auch noch nicht viel. Können mehrere an einem Projekt. Obwohl, empfohlene Mitarbeiter 1. Ne, dann gehe ich mal hier hin. Mit toller Ästhetik. Logo entwerfen. Ach, wisst ihr, er sollte. Er soll sich Urlaub nehmen. Plus 10 reicht nicht. Plus 20 auch nicht. Macht plus 40 wieder in den Dino-Park. 1000 habe ich ja. Und möchte ich ihr vielleicht eine andere Funktion geben? Werden auf das Blatt und zu wessen Meinung abgrundtief verachten oder sie werden zu gigantischen Treuen. Hier ist die Benutzerfreundlichkeit gefragt. Empfohlene Statistik 3. Und Benutzerfreundlichkeit hat sie 1. Nee, dann sollte ich ihr das nicht geben. Sie hat. Nee, dann mache ich mit ihr einen Auftrag. Also nichts mit Benutzerfreundlichkeit oder Ästhetik. Marketing oder Technik ist sie gut. Design, Design. Ästhetik. Das ist alles Ästhetik. Mach ich mal das. Entwurf eines Logos. Logo ist für mich eigentlich auch Ästhetik. Aber machen wir mal 40. Bei einem Logo brauche ich eigentlich keine Benutzerfreundlichkeit, oder? Technologie, na dann gehe ich lieber auf. Mach ich so. Ein erfolgreicher Geschäftsmann namens Norton Eink ist zu Besuch gekommen. Sein Lob hat die Moral deiner Mitarbeiter verbessert. Ich sehe ihn nicht. Er ist nicht wirklich zu Besuch. You've been hacked. Eine Hackergruppe mit dem Namen Die Offenkundigen haben deinen Server gehackt. Diese Gruppe ist bekannt dafür, dass sie sich dafür bezahlen lassen, Wirtschaftsunternehmen oder sogar lebenswichtige Vermögenswerte der Region zu vernichten. Eines deiner Feature ist betroffen. Boah, dann sind 800 Nutzer jetzt weg fast. Mies. Alter, wie lange diese Wettbewerbsanalyse dauert, das ist aber auch krass.
Okay, Technologie war zu viel. Strafe. Achso, mir wurde nur was abgezogen. Okay. Motivation wieder gesunken. Trotzdem habe ich 3 Auftragsarbeiten abgeschlossen, oder zählt das jetzt nicht? Aber es ist auch doof, dass ich nur Aufträge hatte mit Dings. Mit Ästhetik. Dann würde ich ihn ja zum Ästhetik-Champ ausbauen. Er hat doch noch eine Motivation von 70, das ist doch okay. Wo er ein Influencer ist, da wäre eigentlich Social Media besser, ja. Aber wie es scheint, zählt das jetzt nicht, weil es scheinbar nicht genug hat. Ach, das ist die Funktion. Die muss ich jetzt wahrscheinlich überarbeiten. Benutzerfreundlichkeit. Das hat er hier. So. Vorheriges Ergebnis 3,1. 3,2. Bin ja jetzt auch besser geworden. Ey, jetzt geht die Wettbewerbsanalyse hoch. Was denn da passiert? Okay. So, was mache ich mit ihr? Sie wird mein Marketing-Spezi. Und das passt ja auch zu Social Media. Dann mache ich Schulung Marketing. Habe eigentlich auch noch Platz für 2 Mitarbeiter. Ich bin echt gespannt, was bei der Wettbewerbsanalyse noch rauskommt. Okay, es verändert sich nur der eine Wert, aber nur um 2 jetzt sogar. Schade. Es wäre mal ein Auftrag cool, wo irgendwas mit Marketing dran käme. Entwicklung. Technische Fertigkeit, okay, aber das haben wir. 12 Tage, auch Technik. Kann sie gleich rein. Wir brauchen viele komplizierte Funktionen. Voller Löchern technisch. Okay, dann mach ich mal die Hälfte darauf. Und Benutzer und Dings. So, gib mir die Marktwettbewerbsanalyse. Innerhalb eines bestimmten Branchen, wenn du Marktanteile erforscht, erfährst du, wie sich dein Marktanteil im Vergleich zu deiner Konkurrenz entwickelt. Freigeschaltete Tools, Marktanteil. Ach, da unten. Arlberg Industries. Okay, das bin ich. 2000 dazu. Und ich glaube... Ja, das wird ja verbessert gleich. Die haben halt einfach schon viel, viel mehr. Okay. Vielleicht sollte ich mehr in Mitarbeiter investieren. Also in neue. So. 58, der bräuchte auch Urlaub. Aber ich schicke ihn erstmal zur Schulung. Und zwar soll er Ästhetik kriegen. Ich hoffe, dass die Benutzer gleich wieder steigen. Alles auf 10, ja, perfekt. Damit habe ich auch wieder Plus. Bitbyte. Ich bin ein schlechter Fahrer und habe ein altes Auto. Allein diesen Monat habe ich damit schon 4 Unfälle gebaut. Deine Zeit ist dagegen noch kein einziges Mal abgestürzt. Ja, nice. Berühmter Programmierer, den wollen wir uns nochmal angucken. Der hat bei allem 3, also ein ziemlicher Allrounder. Dieser Mitarbeiter sieht vielleicht normal aus, kann aber leicht seine Ästhetikfähigkeit verbessern. 3, 6, 9, 12 sind aber jetzt auch gute Grundwerte, sage ich mal. Können wir mal nehmen. Wir können ja mal spaßenshalber... Bank. Merkmal, da haben wir eigentlich mal wieder ein Merkmal bekommen. Ja, 2. Aber damit können wir uns nichts leisten, weil alles 3 kostet inzwischen.
So, Aufträge. Ich glaube, dann würde ich sagen, machen wir mal wieder eine neue Funktion. Aber wir sind bei 25 Minuten, also erstmal ein Break. Ciao, ciao.